Moin. Moin, Männers. Willkommen zurück in der neuen Folge. Maybe zur Premiere, maybe nicht. Also, das Wetter ist ultra krank gut, ja. Also, ich liebe es, wenn es... Also, jetzt wird es ja so ein bisschen wärmer. Merken Sie ja jeden Tag so, keine Ahnung, 25 Grad oder so, 22 Grad. Es ist so geil, wenn man morgens um 8 wach wird. Vöglein zwitschern, die Sonne kommt durch die Jalousien. Du gehst raus, aber es ist noch so leicht kühl von der Nacht. Und dann denke ich mir so... Dann mit NFL-Pulli, ja. NFL-Pulli. Warte mal, da oben ist schon wieder der Greenscreen zu Ende. Ich muss mich ein bisschen hier rübersetzen. Und dann... Am Morgen dann mit NFL, also mit langem Pulli, aber mit kurzer Hose und mit Sportschuhen zum Einkaufen laufen. Ach, Junge. Gucci. Aua. Was war das? Gucci Prada. Ja, Gucci. Also mit anderen Worten, ich war gerade bei Aldi, ja. Und hab mir da mal, ja, wir waren ja schon beim Thema veganen Einkaufen, ne? Hab so ein bisschen dann wieder. Yeah. Was bist du denn? Moment, ich muss den Käfer retten. Ich habe so einen Ultra-Mini-Käfer auf der Hand gehabt. Moment. Wir sind ja vegane Freunde hier. Jedes Leben ist gleich viel wert. Moment. Komm her, du frecher Dachs. Komm her. Ja, artig. Ja. Torben! So, sorry, kurz Käfer gerettet. Ich glaube, das war so eine Blattlaus oder so, keine Ahnung. Ja, Ehrenmann, ich weiß. Also, jetzt mal zurück zum Thema. Die Folge geht schon mal gut los. Immer wird man hier von Tieren belästigt. Meistens ist es ein schwarzes Kätzchen, aber heute nicht. Heute war es eine Blattlaus. So, alles klar. Genau, ich war bei Aldi einkaufen, musste mir nämlich Guthaben holen. Ich habe so einen Aldi-Talk-Vertrag mit meinem Handy und hatte kein Internet mehr. Unlucky, habe ich schon. Zufall, habe ich gar nicht gesehen. Und rein da in den Autoklicker. Yes. So, nächsten hier auf. Sehr schön, Butter. So muss das. So. Also, wir sind immer noch eine 15 Transcension. Haben, also ich bin glaube ich jetzt 10-mal ascended oder so, das können wir mal kurz angucken. Ich bin der 9. Ascension, das ist relativ gut. Wir haben den Peak auf 20,9k. Und ich lasse gerade noch idle. Ne, ich lasse schon, lass schon klickern. Wir sind ja bei 20,3, aber ich glaube, wir kommen auf jeden Fall über die 21,5 oder so rein. Ich weiß nicht. Da ich jetzt aber gerade noch ein bisschen aktiv da bin, werde ich auch irgendwann dann es transcenden, wenn hier der Run vorbei ist. Und dann neu, weil wir haben jetzt hier schon 65 Engine Souls, und das ist eigentlich schon eine ganze Menge, würde ich sagen. Dann können wir auf jeden Fall wieder zweimal Ponyboy mitnehmen. Ponyboy hat uns ja ausgerechnet, waren... hatte mich letztes Mal verrechnet, ich sage jetzt mal 33. Ne, wir waren bei 19 plus 18. 37. 37, ja. Okay. 37, ja, ich lasse mich auch aus. So, ich hoffe jetzt nicht doppelt falsch, das ist doppelt peinlich. Gestern Abend, ja stimmt, was ist denn heute? Heute ist der 3. Mai. Gestern Abend am 2. Mai habe ich abends noch mit Ghost zusammen die Premiere geguckt, habe nebenbei ein bisschen Formel 1 gespielt. Dann haben wir uns ein bisschen über unterhalten, habe ich gehört, der ist Hobbyfotograf, ja. Wünscht sich eine eigene Homepage, aber sei ihm nicht gegönnt, weil teuer und rechtlich ist und alles. Kann ich nur bestätigen, ich bin ja so halb vom Fach, bin zwar jetzt nicht so der Web-Developer, aber mein Bachelorarbeit basiert ja ein bisschen darauf, aber ich muss sagen, es ist alles nicht so einfach. Also auch, ich habe auch einen Server für meinen Dad mal aufgesetzt, der war auch online bereit und der hat dann ohne Lizenz da ausgelaufen, seitdem habe ich den nicht mehr gefixt bekommen, ich muss den jetzt irgendwann mal die Tage neu aufsetzen. Also irgendwie, ja, nicht so geil, kenne mich da auch gar nicht so doll aus, sonst könnte ich da nicht besser helfen, aber ja. So, genau, wenn man die Website nicht über einen eigenen Server laufen lässt, muss man den halt online sich einen Server mieten, so eine Art. Oder auf einer Website-Tool-Seite halt sich einen mit Baukasten bauen, aber sowas kostet halt auch monatlich und das ist schon ganz schön viel, vor allem für so ein Hobby. Ich weiß ja nicht, wie sehr Ghost das jetzt am, oder Chris, am Herzen liegt, aber
ja, also es muss sich dann im Endeffekt ja auch umorientieren, wenn du da jeden Monat 300 Euro reinballerst und zwar nett, dass du deine Bilder teilst und so, aber also nicht jeder hat es jetzt so gebaut, dass er 300 Euro pro Monat übrig hat, ne, also ja, muss man sich alles gut überlegen. So, genau, wir kommen mit Klickern gut voran. Vier gefallen mir ganz gut, weil jetzt kann ich drei hier drauf lassen und eine mal auf Skorgur. Der wird jetzt momentan wieso nicht gebraucht, eigentlich, weil wir noch gar kein Geld gerade reinkriegen, weil hier Gogen Klicks und nicht aktiv ist, aber da kommen wir noch hin. Da wird noch sowas auf uns wartet. Also wir haben hier ein Check-in, ja. Also erstmal noch die Folge möchte ich wahrscheinlich Drake widmen. Drake ist jetzt dazugekommen, gestern, in der letzten Folge ganz am Ende. Aber erstmal jetzt herzlich willkommen, Drake. Was mir auffällt, ist, dass irgendwie diese, ich weiß gar nicht, wie die Klassen halten. Ich glaube, ich bin ein Mage, dann gibt es hier den Priest und das ist der Schurke oder so. Der Schurke ist, glaube ich, ja genau, Rogue ist ganz gut verbreitet. Vier, da haben wir zwei Priester. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist, wenn das verteilt ist oder nicht. Also zwei Priester bin ich sehr glücklich drüber. Mir fehlt noch ein bisschen so ein Arcana-Freund, so Mage, weißt du? Oh, ich glaube, das ist hier so ein bisschen Arcana Master, Mage, genau, Mage. Das glaube ich, warum ich Mage gemacht habe. Ich war früher immer eher so der Warrior und irgendwann hat sich, mein Bruder war immer so der Mage. Und nee, ich war eher so der Kundschafter, so Schurke-mäßig. Und irgendwann hat sich das richtig gewechselt, dass mein Bruder eher so zum Tank geworden, in allen möglichen Rollenspielen, die wir gespielt haben. Und ich habe dann immer den Mage gemacht. Weiß nicht warum. Weiß ich nicht. So, der Damage lässt langsam nach. Wir fangen jetzt mal an, hier ein bisschen zu starten. Double the next effect. Ja, skill you use. Okay, warte mal, ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist. Ich glaube schon. Das heißt, wir gehen mal hier auf Golden Clicks. Machen dann den wieder weg. Und that's. Oh. Ah, jetzt ist der Autoklicker von hier natürlich weg. Jetzt müssen wir hier einen runternehmen und mal hier drauf packen. So, Drake. Also von Drake habe ich noch nicht so viel gehört. Ich weiß doch gar nicht, ob der bisher in die Gilde geschrieben hat. Ghost ist relativ aktiv. Bad habe ich letzten Tage auch gesehen. Von Tobi habe ich, glaube ich, nicht mehr... Ah, Drake. Drake hat Dank geschrieben. Ah, das habe ich gestern scheinbar nicht gelesen. Oder das war gestern Abend noch. Da war ich mir on. Aloha, Drake. Willkommen von Ghost. Und dann danke. Ich hatte vor ein paar Jahren schon einmal Clickers gespielt. Und ich bin dann auf deine Videos gestoßen. Und hatte mal wieder Bock, mit Game neu anzufangen. So gehört sich das. Dann auf gutes Zusammenspiel und flauschige Zeit. Danke, auch endlich jetzt hat sich Kage geknackt. Ah, das hab ich gar nicht gesagt. Ah, hab ich voll überlesen. Ja, okay, jetzt gut. Wir wissen was über Drake. Drake ist auch über YouTube hier dazu gekommen. Also auch Grüße. Ich hoffe, du guckst die Videos trotzdem weiter noch, obwohl du jetzt in der Gilde bist. Vielleicht, weiß nicht, guckst ja mal, schaust ja mal rein. Weil hier erzähle ich natürlich auch so ein bisschen Gilden-Content, ne? Also ich komme ja regelmäßig auf euch zu sprechen. Und lese ja auch ein bisschen was im Chat vor. Also wenn ihr irgendwas zu sagen habt und flauschige Grüße zum Beispiel von Ghost nach YouTube oder so, dann sagt Bescheid. Mein Kanal ist natürlich jetzt noch nicht so der Riesenkanal. Muss da auch ganz ehrlich nicht sein. Das ist mir eigentlich schnuppig. Ich mache das hier nicht wegen irgendwelchen Fames oder irgendwas. Aber ich wollte halt... Die Sache ist halt, die Clicker Heroes ist für mich ein relativ einsames Spiel. Durch diese Gildenfunktion kann man das aufbauen, aber du hast halt hier auch die Möglichkeit gar nicht, so Gilden zu suchen und dir die mal anzuschauen. Du kannst auf random Join klicken oder so, keine Ahnung. Aber da kommt ja auch nichts zustande. Deshalb ist es eigentlich ganz nice. Jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ihr alle mit dabei bleibt, weil dann so ein Spiel macht halt als Gruppe viel mehr Spaß, sich ein bisschen auszutauschen und sich zu erzählen, was so läuft. Und das übernehme ich so ein bisschen für alle. Also ich werde hier probieren, immer wieder ein bisschen Content aus der Gilde rauszuholen und in den YouTube-Videos, na, es juckt. YouTube die Videos zu verbreiten. gerade nachgeschrieben. Genau, das ist der Teil dahinter, deshalb freue ich mich auch, dass so viele schon dazugekommen sind. Also habe ich gar nicht gedacht, ich habe gesagt, okay, vielleicht werde ich dann irgendwann mal ein, zwei dazukriegen, aber ja, Tobi hat ja angefangen, dann kam ja schon relativ schnell Chris und dann Falk und Bert kamen am gleichen Tag, ich weiß gar nicht, ob die zusammengehören, ob die zusammenspielen. Genau, jetzt kam halt auch Drake, aber Bipox wäre, glaube ich, Dritter, Bipox, aber der, wie gesagt, von dem hört man nicht so viel. Weiß auch gar nicht, ob ich die Videos überhaupt gucke, wenn die alle grüße, aber sonst da, vielleicht ist er auch eher so der Busy-Spieler oder es spielt auch vielleicht vom Handy. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Also es geht bestimmt. Ich weiß nicht, ob man das mit dem Steam-Account verknüpfen kann. Das habe ich nie versucht. Ich spiele also nur ausschließlich am Rechner. Jetzt kriege ich auch eine Nachricht wahrscheinlich. Meine Amazon.
Genau, das Netzteil gestern Abend, ne? Ich habe ja ein Netzteil für meinen Rechner bestellt, hatte ich vielleicht erzählt. Ich habe die Grafikkarte getauscht, aber dieser 8-Pin. Das Netzteil ist so alt, das hat noch nicht so diese Anschlüsse für die neuen Grafikkarten. Weil die ja mehr Leistung brauchen. Jetzt habe ich ein neues Netzteil bestellt, wollte es gestern eigentlich noch einbauen und das kam dann halt erst gegen 19 Uhr an und das war mir dann zu spät, weil ich dann abends gestern zum Rocket League gespielt verabredet war und zum Formel 1 und ach, halt, Maul. Zu allem wieder, ja, mein Leben geht runter drüber. Was noch? Genau, ist jetzt aber da. Und das wird heute Abend noch eingebaut. Das habe ich mir vorhin versprochen, das muss bis zum Wochenende drin sein, weil die unbedingt ja was drauf zocken will und ich will es ja natürlich gönnen. Ich habe es letzte Woche schon versprochen, ich wusste halt aber gar nicht, dass das Netzteil so alt ist, dass das nicht funktioniert. Das hat mir dann voll leid getan. Und ja. Umso mehr eine Freundin hier zocken kann, umso mehr bin ich für euch da. Okay. Oh, ich sehe gerade, wir sind hier ja. Achso, wir sind ja schon mit Aktivklicken dabei. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Wir haben jetzt eine neue Höchstmarke geknackt. Können wir ein bisschen aufs Scoreboard gehen. Wir sind jetzt nämlich bei 21,1k. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch irgendwie. Eigentlich wäre mein Ziel, Drake zu holen, aber Drake holen wir, glaube ich, in dem Run nicht, weil da müssen wir noch tausend Ebenen machen. Müssen wir mal schauen, wie viel machen wir denn hier pro Fortschritt. Hier waren es nochmal 1000. Knapp, aber wir haben jetzt schon 70,9. Ah, das wird auf jeden Fall sehr knapp. Also ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das was wird, aber ist egal. Kann man sich eigentlich noch weitere Outclickers kaufen? Ja, die werden immer teurer, Alter. Ehre. Okay. Naja, aber ist doch nicht schlimm. Ist ja nicht so der richtige Wettrennen. Also ich finde cool, dass es so ein bisschen sich gegenseitig anspornt. Auch die Gilde Ghost hat ja erzählt, dass er dann, als ich gesehen habe, dass er das Schlusslicht ist und ich das angesprochen hatte, ohne dass sie es wirklich böse gemeint hat. Hat mich ja dann direkt in den schlechtesten Posten versetzt, jetzt stehe ich ja ganz unten. Aber ich finde cool, dass es auch bei ihr so ein bisschen Charakter geweckt hat und so. Dann macht er, ja komm. Vielleicht holen wir noch ein bisschen was raus, um zu zeigen, wie krass er doch ist. Und wie gesagt, zudem hat er auch noch Tobi geholt, Drake geholt. Und ist jetzt schon fast. Oh, Bad hat auch ordentlich gegrindet. Ich glaube, als er dazu kam, war es bei 45k. Jetzt aber 73. Also der hat ordentlich hingelegt, würde ich sagen. Mega nice. So. Jetzt haben wir noch Farek, weil glaube ich ja schon über 100k, keine Ahnung. Ah, ich muss sagen, wirklich so, sag ich mal, Player of the Week zugeführt. Ghost auf jeden Fall, der hat ultra gegrindet und Bad auch. Also, mega nice. So, was haben wir hier noch? Das braucht keiner, das interessiert auch keinen hier. Nee. Genau, wir haben jetzt 15 mal Transcended. Und das wäre jetzt vielleicht der letzte Run schon. Dann würden wir jetzt ascenden, dann würde da eine 10 stehen. Ja, es wäre natürlich nice, wenn es zukünftig mal so 10 Runs pro, also 10 Runs sind. Wir kommen hier auf jeden Fall noch super gut voran bei den Klicks hier. Ich weiß noch nicht, wie lange das hält. Muss man gleich mal schauen. Metal Detector geht auch relativ lange, das geht auch relativ lange. Aber mir fehlt so ein bisschen Power Search Laufdauer. Muss ich sagen. Ich wünsche allen nochmal guten Morgen. Ich habe vorhin, glaube ich, ein paar Fragen beantwortet. Ich gucke mal den Chat dann am Morgen durch vom Vorabend. Aber ja, habe gar nicht guten Morgen gewünscht, weil es ist ein wunderschöner Morgen. Boah, Gucci Prada. Okay. Wir haben 1% weiter von den Achievements, also eins haben wir weitergeholt. Ich weiß nicht genau was, aber ist auch egal. 30.000. 20.000. Ah, da haben wir wahrscheinlich die Titel bekommen. 20.000, da haben wir jetzt geknackt. Die beiden können wir wieder ansetzen, so. Ja, wir machen gerade noch gut Damage. Aber ich weiß nicht, wie lange sich das hält. Ich glaube, wir setzen jetzt den letzten Klicker auch noch mit drauf. Dann kann ich nämlich per Auto noch mal, mache ich hier die Klicks. So. Der Crit können wir auch wieder anmachen. So. Hm.
Oh, meine Augen sind sehr, ich muss jetzt ehrlich, ich muss eigentlich eine Pause machen. Ich warte schon auf den Tag, wo ich meine Woche wegfahren kann. Da fehlt mir aber Geld und Zeit. Also Zeit habe ich ja theoretisch schon ein bisschen, aber wie gesagt, ich muss ja eigentlich Bachelorarbeit machen. Also so richtig eine freie Woche freigönnen kann ich mir auch nicht. Das Problem ist, ich habe momentan auch kein festes Einkommen. Also ich habe noch ein bisschen was angespart jetzt, weil ich jetzt ja meinen Studentenjob hatte noch vor ein paar Wochen. Ich glaube, da habe ich auch schon Videos aufgenommen noch. Und ja, den habe ich jetzt dann nicht mehr. Das heißt, ich muss eigentlich mal oben mit Bachelorarbeit anfangen, damit ich durchkomme, damit ich auch das Geld noch übrig habe ein bisschen. Jetzt muss ich mir noch eine andere kleine Tätigkeit suchen, wo ich noch ein bisschen Geld scheffeln kann. So, jetzt lässt der Damage auf jeden Fall nach. Obwohl Golden Klicks ja noch aktiv ist. Das heißt, wir werden nicht die 2600 vielleicht noch knacken, aber sonst wird es glaube ich schwierig. Oh, okay. Das ist auf Skorger ein bisschen leveln, kann natürlich auch sein. Skorger. So, Golden Klicks. Alter, Time Remaining. Metal Detector geht einfach 8 Minuten noch. Holy shit. Der geht ab, der Schnitzel. Der Schnitzel vor allen Dingen. Der geht ab, der Schnitzel. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben 77 Ancient Souls. Eieieiei. Da muss ich mal gleich gucken, wo ich das überhaupt hinpacke. Aber ein bisschen die Runs verschnellern wäre natürlich auch eine schöne Sache. Und irgendein Guide hat natürlich damals gesagt, Kurva Camaro richtig hochleveln, damit schon der zweite Run irgendwie nur 2 Viecher pro Ebene hat. Aber ich weiß nicht. Will ich eigentlich nicht wasten. Und ich spiele halt immer noch, also ich spiele gerne halt auch Idle. Also vor allem Hybrid, so wie es jetzt ist, ganz nice. Das heißt, eigentlich muss ich auch, glaube ich, ziehe die Quill ein bisschen mit hochpushen. Ich mach die hier einfach an, so zack, 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 zack. Nochmal hier komplett all in. Jetzt habe ich mal den Damage gebufft, weil der uns ja momentan ein bisschen fehlt. Okay. Okay, die 11.600 haben wir noch geknackt. Was hat die Gilde? Ja, Drake, bei der nächsten Transition hole ich dich. Aber, wie gesagt, auch mal gucken, ob da überhaupt, ob der nicht auch noch weiter pusht. Vielleicht hat er auch mal wieder einen Tag Bock und dann ist er mir wieder 10 Kilometer weit weg. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das lohnt, ob ich jetzt. Ich mache jetzt pro Ascension. Moment, warte, muss ich mal kurz gucken. Oh. Nicht mehr ganz 1000 eben. Das wird immer weniger. Deshalb transcende ich eigentlich gerne früh. Keine Ahnung, ich bin eher so der Transcension-Fan. Jetzt fehlen noch 500.000 ungefähr für Moero. Moero gibt es bei E hoch, also E19999. Glaube ich. Aber jetzt seht ihr schon, das macht jetzt hier gar keinen Sinn mehr. Also das dauert mir auch zu lange hier, das Geklicke. Warten wir mal kurz auf Skorger, ob wir da noch kurz auf Level 1500 kommen hinten. Da jetzt. Ich glaube auch, jetzt wird es trotzdem beim nächsten Boss schon schwierig. Ah ja, okay. Naja. Weiß ich nicht. Ja, auch jetzt mal ein paar das hier davon und zack. So. Okay, dann mal jetzt gucken. Aber hier sieht man schon so eine Ebene bis 19.000 zu laufen, so ein Run. Der geht dann schon immer 3 Stunden, also das ist schon ganz schön viel. Eigentlich. Weiß ich gar nicht. Vielleicht auch einfach alles auf. Eigentlich vielleicht auch alles mal resetten und einfach alles auf Ponyboy, damit man gar nicht so hoch gehen muss, dass die Runs nicht so lang dauern. Da haben wir natürlich aber keine neue Highest Zone. I don't know. Oder vielleicht auch manchmal einfach unten rushen, immer wieder, immer nur so alles auf die Ebene und auf Kurva Camaro und auf Admin und so. Und dann resetten
Also immer wieder einfach nur zum Farmen da unten und dann skillst du immer wieder um und pusht wieder hoch oder so, weiß ich nicht. Okay. Egal, wir bleiben erstmal dabei. Nehmen jetzt hier die 650 noch mit und dann wird einfach erstmal Ascended und dann Transcended. Das reicht mir nämlich dann. Das reicht uns. Aua. Jetzt ist mir den Daumen ins Auge gepiekt. Kick. So. Das haben wir jetzt ab in die Ascension. Zack, rein da. Jetzt ab in die Transcension. So, und jetzt können wir schon die Autoklicker draufpacken. Lass mal gucken, wie man so vorankommt. Wir müssen gleich auch noch in die Gilde reinschauen, aber jetzt ganz kurz erstmal die Sachen verteilen. Also wir nehmen erstmal wieder Ponyboy. Das war, glaube ich, klar, zweimal. Dreimal? Zieh die Quick. Wir damit auf die 1,2. Dann nehmen wir davon einmal mit. So, den Rest verteilen wir zwar ein bisschen auf anderes Zeug, habe ich das Gefühl. Weil, also ich will jetzt mal noch... Moin, Kurve Camaro. Ich weiß nicht, haben wir nach zwei Runs ist der immer schon so low. I don't know. Admin auch. Bubos haben wir eben auch gehabt. Weiß nicht, wir machen ja immer eher so die langen Runs, ne? Also muss man mal so sagen. Und ab 6000, ab dem dritten Ascension oder so sind die Dinger schon alle full gestackt. Scheiß drauf oder nicht? Was mit Kronos noch mal verstärken? Mit noch mehr Boss-Timer-Time? Können wir natürlich noch höher pushen, aber... Ich bin ein bisschen... überfragt, glaube ich. I don't know. Eigentlich müsste ich das mal in den Calculator wieder reinhauen, aber irgendwie will ich da mich jetzt auch nicht sehr beeinflussen lassen. Ich mach's vielleicht doch trotzdem. Mal so zum Testen. Ich kann ihm jetzt zumindest was Kleines empfehlen. So. Der empfiehlt mir fast nur... High Zone... Warte mal... Da muss ich jetzt ein bisschen durchlesen hier. High Zone... Remix.
Was im Kalkulator wäre ich aber nicht schlau. Das wäre fast zu kompliziert einfach aus dem Grund. Muss ich jetzt mal kurz zu einer anderen, vielleicht geht ja auch was. Wow, jetzt zeigt mir sie. Wow, er zeigt mir an, was ich habe, aber er sagt mir nicht, was ich damit machen soll. 23, 19, 8, 4, 5, 3. Wow. Naja, ich werde nicht schlau drauf. Okay, wir bleiben doch bei meiner Taktik. Sorry, dass ich ja 10 Minuten nichts gemacht habe. So, wir holen uns gleich wieder die Souls aus der Gilde ab. Ich hoffe, die werden hübsch sein. Hübsch. So, was haben wir jetzt? Wir haben 29 noch. Uff. Weiß ich nicht. Kurvekommando ist so teuer. Na, Dora, ich hab. Ach, Mann, jetzt waste ich so viel Zeit, Alter. Deshalb weiß ich nicht, mal. Komm, scheiß mal drauf. Ponyboy ist immer gut, glaube ich. Nee, wir haben 2 Ponyboy gemacht. Machen ja auf 30%. Kopf Kamaru, jetzt sind wir noch 13. 4, 9, 12, 16. Edman, aber glaube ich nicht. Bubas brauche ich auch nicht. Dora auch nicht so dolle eigentlich. Scheiß drauf hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hilft vielleicht was. 3 noch. 3 gibt es sonst nicht, wenn ich hier reinballern. Okay, keine Ahnung. Ich bin damit nicht so viel zufrieden, aber ist egal. Ist nur ein Game. So. So. So, 28 Minuten sind um. Ich habe jetzt ewig lang hier oben gelabert. Wir machen noch ganz kurz den Fight in der Gilde und gucken, ob wir ein neues Engine kriegen. Und dann entlasse ich euch in den schönen Tag. Die Folge kommt am... Heute ist Dienstag, kommt ja am Donnerstag, während ich auf Arbeit bin bei den Kids. Oder danach. Heute Abend, by the way, noch Champions League Halbfinale. Ja. Ich glaube, heute Abend Liverpool gegen Villarreal. Das muss ich mir wahrscheinlich auch nochmal gönnen. Vielleicht setze ich auch drauf, aber ich habe, da habe ich mich gestern ganz schwer getan bei dem Schein. Da habe ich mich nicht so gesehen. Also sehe ich mich echt schwierig, weil Liverpool hat die 2 Tore Differenz. Villarreal wird vielleicht alles aufmachen, Liverpool wird aber vielleicht einfach nur mauern. Das kann entweder ein Feuerwerk werden, weil wenn Villarreal früh trifft, muss Liverpool halt auch ein bisschen was gegensetzen, ne? Aber wenn Liverpool halt wieder so, ja, ein Tor schießt oder gar keins und einfach nur mauert, dann sind die halt im Finale und deshalb, also das ist ganz, ganz schwierig, wenn das Hinspiel schon so einseitig war, zu tippen, was da jetzt bei rauskommt. So. So, da haben wir die Gilde jetzt ganz schnell rein da. Das Ding hatten wir schon abgeholt, ne? Ne, hat das hier schon geholt. Ah ja, Check-in wollten wir noch machen. So, Check-in. Collect. Ich kann gar nicht mehr selber mitfighten, weil hier immer schon alles kaputt gemacht wird. Aber ist okay, ich hole mir einfach meine, ne, Souls ab. So, das können wir jetzt collecten. Oh, ich kann sogar beide collecten, oder? Geil. Ja, geil. Wäre 8. Vielleicht lasse ich dann immer beide drin, keine Ahnung.
So, und jetzt haben wir 8 Souls. Jetzt können wir mal gut Glück kommen, gibt uns was Schönes. Yalata, sehr schön. Komm, komm, Aro bringt jetzt am Anfang nicht so viel. Dora eigentlich auch nicht. Admin kann man theoretisch mitnehmen. Ja, lieber hätte ich Zialatas genommen, ist egal, die kann ich jetzt auch nicht mehr leisten. Das heißt, ich hätte einfach komplett auf Zialatas raufgehen können. Scheiß mal drauf. Das war eigentlich dumm. Das war dumm. Naja, ist egal. Jetzt holen wir uns gleich den Idle-Bonus ab und dann geht's hier ein bisschen schneller voran. Mach ich hier ein, da ein. Da ein. Da ein und da ein. So. Brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ist egal, wir haben Zialatas. Der erste Run ist gesaved. Wir kommen bestimmt über die 150 rüber. Safe, safe, safe. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns vielleicht in der Premiere heute Abend. Ja, vielleicht. Kann gut sein, aber heute Abend habe ich nicht so viel zu tun. Grüße gehen raus. Küsschen aufs Nüsschen und der ganze andere Kram, ne? Ciao, Guys. Bleibt gesund und grindet schön weiter.